Auszug der Resolution 217a der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Artikel 2. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 4. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. Artikel 5. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Artikel 6. Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. Artikel 7. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Artikel 12. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Artikel 13, 1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. 2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Artikel 14, 1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Artikel 16, 2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden. Artikel 18. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Artikel 19. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Artikel 20, 1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln. Artikel 22. Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit. Artikel 25, 1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet. Artikel 26, 1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Artikel 27, 1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen. Artikel 28. Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der diese Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Artikel 29, 1. Jeder hat seine Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. Artikel 30. Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.